Das ist aber nicht Gewahrsein. Das ist nicht der Geist selbst. Die Klarheit des Geistes ist essentiell, die Fähigkeit des Geistes, alles zu präsentieren, alles zu zeigen. Das heißt, er ist leer und behindert darum kein einziges Muster, was sich bildet. Denn alle Muster, die in Erscheinung treten, sind ja Muster der Leerheit des Geistes. Fühlen wir uns also vom Leben geprügelt sozusagen oder hin und her geworfen? Ist das ein Zeichen dafür, dass wir uns verfangen haben in unserer dualistischen Interpretation der Welt? Dann können wir wieder uns beziehen auf das Guru-Yoga, uns entspannen, locker lassen und uns für die Offenheit öffnen. Man kann einfach nicht vermeiden, dass das Leben unvorhersehbar ist. Jeder Moment des Lebens aber erscheint und bewegt sich durch uns hindurch. Statt also die Kontrolle zu übernehmen und alles zu manipulieren in dem, was wir für unseren Sinn halten, öffnen wir uns stattdessen dafür, entspannen uns und lassen locker, lassen los. Auf diese Weise sammeln wir Erlebnisse nicht an und darum werden wir auch nicht überwältigt. Gut, dann die zweite Frage. Ich habe erlebt, dass die Wünsche, die ich in Gebeten ausgesprochen habe, tatsächlich in Erfüllung gegangen sind. Wie beeinflusst unser Geist und unsere Absichten die Wirklichkeit? Fassen wir die Wirklichkeit als etwas Fixes und erfüllt von definierten oder definitiven Einheiten und Wesenheiten auf, wird es schwierig. Sowohl die Sichtweise und die Meditation helfen uns, uns für Folgendes zu öffnen. Nämlich dafür, dass ich gar nicht in einer Welt der Dinge lebt und auch ich kein Ding ist. Das heißt, meine Absicht ist tatsächlich ein geordnetes Muster, das meine Art, mich durch mein Leben zu bewegen und das, was mit mir in Kontakt kommt, ausdrückt. Meine Absicht ist ja eine Energiebewegung hinein in dieses Feld der bewegten Energien. Wir beten also vielleicht, ach Buddha, bitte hilf mir, ich möchte unbedingt diesen Job haben. Ich existiere und dieser Job wäre der beste Job für mich. Bitte gestatte, dass ich den haben darf. Und dies ist ja eine Verdinglichung, eine Solidifizierung und Trennung von Subjekt und Objekt. Beten wir aber vertrauensvoll. Oder du kennst alles, du siehst alles. Dies ist mein Wunsch. Ein Wunsch, der in meinem Geist in Erscheinung tritt. Und diese Arbeit ist eine Vorstellung, die in meinem Geist in Erscheinung tritt. Bitte segne mich, damit meine Vorstellungen von mir selbst und meine Vorstellung von dieser Arbeit zueinander finden. Vorstellungen können einander nämlich treffen, weil wenn sie auf der gleichen Wellenlänge, Bandbreite liegen. Und Vertrauen oder Glauben ist die Möglichkeit, wo man die Absicht und die Energie der Absicht und der Qualitäten, die sie umgeben, harmonisieren kann. Ich als Subjekt zum Beispiel und meine Absicht als Muster und das Objekt als ein weiteres Muster sind drei verschiedene Ausdrücke dieser sie verbindenden Energie. Habe ich also Vertrauen in die Funktionsweise der abhängigen Entstehensweise aller Phänomene, vermindert sich für uns die Vorstellung, dass unser Selbst und die anderen quasi isoliert voneinander existieren. Und dieses Empfinden, was mit Hingabe verbunden ist, hat ja etwas Verbindendes. Und das heißt, unser Vertrauen und diese Offenheit gestattet uns einfach, wenn auch vielleicht nur eine Weile lang, Teil zu sein von diesem unteilbaren Ganzen, was ja unser Boden ist, auf dem wir stehen, darum wird traditionell geraten, sich nicht von
Sorgen und Zweifeln bestimmen zu lassen. Wenn man sich zum Beispiel vor etwas fürchtet, etwas einen Stress erfüllt, ist das ein zwar nah, aber es hat eine sehr separierende Wirkung. Ich möchte diesen Job so gerne haben, aber ich weiß nicht, ob ich den kriegen kann. Ich hatte vorher schon kein Glück. Ich weiß nicht, ob das was wird. Diese Gedanken, diese Art von Gedanken bringen mich quasi zurück, sperren mich ein in mir selbst als jemand, der dann nach außen sehnsuchtsvoll schaut. Wenn wir uns zögerlich empfinden, wenn wir unsicher sind, ist es wichtig, dass wir in unsere Praxis finden, vor allem in die Praxis der Hingabe. Uns wenden an Buddha und sagen, Buddha oder Padmasambhava, du hast versprochen, allen zu helfen. Hier bin ich also. Ich bin auch eine von denen allen, von jedem. Du hast also versprochen, mir zu helfen. Du bist der große Zampano, der hier Blankoschecks ausstellt. Und ich bin der Kleine, der auf diesen Scheck schreibt, bitte gib mir diese Arbeitsstelle. Wenn ich also bete, nehme ich den Scheck an und lege ihn auf die Bank oder in der Bank ab, der Leerheit. Das löst alle Hindernisse und Verdunklungen zwischen mir und dem, dass ich diese Arbeitsstelle wirklich kriegen kann, auf. Es gibt Phasen im Leben, wo fokussierte Gedanken und analytisches Denken sehr wichtig sind. Wenn wir aber halt in unserer gewohnten Weise denken, ohne es zu merken, trennen uns diese Gedanken tatsächlich von dem immer ganzen, ganzheitlichen Feld der Erscheinung, von dem wir Teil sind. Wenn wir geboren werden, treten wir quasi hervor zum Körper unserer Mutter ein in eine Welt, die bereits läuft. Das heißt, Mutter und Vater sind in dieser Welt, haben Sex, die Empfängnis findet statt bei der Mutter, wir wachsen im Leib unserer Mutter heran und treten dann hinaus in die Welt. Wir befinden uns immer im Feld der Ereignisse. Und in diesem Feld der Ereignisse sind wir immer mit allem verbunden. Wenn wir also beten und die Buddhas darum bitten, uns zu helfen, aktivieren wir sozusagen, dass wir dazugehören. Und wichtig ist dabei, dass wir diese Energie wirklich für einen ethischen Zweck kanalisieren. In der nächsten Frage heißt es hier, wenn ich versuche, präsent zu sein, wenn ich wütend bin, ohne da mich drin zu verstricken und gleichzeitig erlaube, dass das auch immer in Erscheinung tritt, fließen darf, dann erlebe ich selbstreglementierende oder selbstverurteilende Gedanken wie, du solltest nicht oder das ist nicht okay oder nicht gut. Das führt schnell zu körperlichem Unwohlsein, irgendwie eine subtile Art von wirklich Wut vielleicht oder Ärger, Irritation. Das ist ein Zeichen dafür, dass ich quasi eins geworden bin mit der Reaktion auf diese verurteilenden Gedanken. Die Frage hier beginnt ja damit, dass ich versuche, die Person sagt, sie versucht, präsent zu sein, wenn sie sich ärgert, ohne sich zu verlieren. Wut. Wir sind ja meistens wegen einer Sache, wegen irgendetwas oder wegen irgendjemandem wütend. Wenn man die Praxis von Zorn, von Gottheit macht, kann man sich an einfachen Wut oder Ärger gewöhnen, die nicht an Subjekt und Objekt gebunden ist, diese Energie. Uns aber, es scheint Zorn immer im Zusammenhang zu stehen oder zu erscheinen, mit Ursachen und Bedingungen. Wir erwarten, dass das Leben in einer bestimmten Art und Weise sein soll. Wir sind dann frustriert oder verärgert von einem Ereignis und sagen dann, okay, das ist nicht in Ordnung. Und solange wir in dieser Welt uns selbst als Subjekt in einer Welt der Objekte betrachten, ist es ganz schwierig, die Dinge nicht als quasi feindlich zu betrachten, die unsere Pläne durchkreuzen. Das hat zwei Aspekte. Der erste Aspekt ist, dass es natürlich ärgerlich ist, wenn etwas, was man sich wünscht, nicht passiert.
Der zweite Aspekt ist ja, dass wenn dieses Ereignis, was uns ärgert, dahin führt, dass wir in diese Gedanken gehen, das ist unfair, das sollte so nicht sein. Kinder sind dafür sehr sensibel. Denn es ist ja schockierend tatsächlich auch, wenn schlechte Sachen passieren. Warum hört denn keiner damit oder warum hält das keiner auf? Es geschieht. Das heißt, augenblicklich ist da der zornerregende Stimulus und dieses Gefühl eben gleichzeitig, dass die Struktur unserer Welt, die eigentlich unsere Sicherheit garantieren soll, ins Wanken gerät. Das erleben wir in Bezug auf Krieg, wenn Gewalt sich vollzieht, wenn Betrug stattfindet, wenn irgendwer in unser Computersystem eindringt, Daten klaut oder von unserem Bankkonto Geld abhebt. Wir wünschen uns, dass die Welt sicher sein soll. Auf Tibetisch heißt diese Welt, in der wir leben, Jigten. Und die Bedeutung von Jigten ist der Ort, an dem alles in Stücke geht. Das ist der Ort, wo Kollaps sich zusammenbricht, sich vollzieht. Und es ist ja ziemlich offensichtlich, dass das eigentlich eine sehr gute Bezeichnung ist für den Ort, an dem wir uns befinden. Diese schlechten Sachen sollten nicht passieren. Jetzt werde ich aber wütend. Und ich denke gleichzeitig, so sollte ich aber nicht sein. Also steigt in mir die Anspannung. Die Dinge sind nicht, wie ich es gerne hätte. Wie kann ich mich für die tatsächliche Form meines Lebens öffnen? So wie es ist, ohne irgendwelchen Dingen Werte, bestimmte Werte zu beschreiben, wie gut, schlecht, richtig, falsch. Denn es ist, wie es ist. Leute lügen und betrügen. Und wir wissen vielleicht auch, dass wir selber lügen, wir selber betrügen. Die Welt habe ich nicht in der Hand. Was mache ich also mit all dem, was mir nicht gefällt? Ich kann das Verhalten anderer nicht ändern. Und wenn ich das erlebe, halt, was sie machen, hat es den Anschein, dass ich meine eigene Reaktion darauf nicht kontrolliere. Vielleicht ist das Problem grundlegend. Das Problem der Dualität. Häufig sehen wir, dass die 5 Geistesgipfel als die perverse Energie der Dualität gezeigt und präsentiert werden. Das erste Gipfel wäre geistige Verdunklung, eine Zuschreibung von Dingen, ein Glauben an die Dinglichkeit. Und aus dieser Verfestigung von Subjekt und Objekt, der Trennung zwischen Subjekt und Objekt, und alles so positioniert ist, dass ich alles als Ding auffasse. Ich bin ein Ding, du bist ein Ding. Alles, was existiert, sind voneinander getrennt existierende Dinge. Und daraus entsteht ein Empfinden, dass es Dinge gibt, die mir gefallen, nach denen ich Verlangen empfinde. Und dann gibt es andere Sachen, die mir nicht gefallen. Also empfinde ich Abneigung gegen sie oder Zorn oder Wut. Und mich selbst finde ich toll, also bin ich stolz auf mich. Ich bin diese Person, diese wichtige Person, diese Person, die immer da ist. Und dann empfinden wir Eifersucht. Aber was ich habe, ist ja vielleicht eben auch für andere Leute von Interesse und deswegen für mich gar nicht sicher, denn die anderen können mit diesen Dingen, die ich habe, in Kontakt treten. Mit meinen Partnern, mit meinem Geld, Erfolg. Und die Reinigung quasi dieser 5 Gifte im tantrischen System wären die 5 Weisheiten. Die Weisheit ist das wirklich innere Wissen erkennen um die tatsächliche Qualität dessen, was da ist. Das heißt, die Reinigung mentaler Dummheit des ersten Giftes ist das innere Erkennen oder das innewohnende Wissen um den Dhammadhatu. Dhammadhatu bedeutet der Raum der Phänomene. Das heißt, Dhammadhatu bedeutet, dass alles
egal ob wir selbst oder andere ferne Länder oder unsere Spur, innerhalb dieses Feldes des ungeborenen Gewahrseins präsentieren. Alles ist der Ausdruck des offenen, leeren Urgrundes, des Ursprungs. Das ist die wichtigste Erkenntnis. Das gibt uns einen Geschmack von dieser ersten Aussage. Sich bewusst werden dessen, wie man wirklich ist. Wach werden dafür. Wach werden für unser Hiersein, das offen ist und leer. Das heißt, ja, sich bewusst werden, wach werden für den Urgrund, so wie er von Galap Dorje in seiner ersten Aussage präsentiert wird. Alle Unterweisungen weisen in diese Richtung. Die Leerheit des Urgrundes ist untrennbar von der Art und Weise, wie der Urgrund sich präsentiert. Das bedeutet, das, was ich als ich bezeichne, ist ja keine fixierte Ding, sondern ein sich ständig mit den Umständen wandelndes, auftauchendes Muster. Aus dieser Klarheit, wenn da etwas mich anzeckt und Wut aufkommt, ist das Objekt, was mich provoziert, das, was irgendwer tut oder sagt, einfach das Spiel der Leerheit. Derjenige, der davon betroffen ist, das heißt ich, ist ebenfalls leer. Diese Interaktion, dieses Zusammenspiel dieser Muster der Leerheit bringen da die Erscheinung des Zorns hervor, was wiederum ebenfalls ein leeres Muster ist. Und wenn man in dieser offenen Leerheit des Himmels ist und sich dort drin schwere Sturmwolken bewegen, dann entsteht Donner und Blitz. Die Wolken haben ja keine existenzielle Existenz, substanzielle Existenz. Und der Donner entsteht, knallt und verschwindet. Und der Blitz zuckt auf und verschwindet. Das heißt, es ist Erscheinung da, die eine Wirkung hat, aber keine Substanz. Erleben wir das in uns selbst? Ich bin eine Wolke. Diese Wolke hat meine Wolke getroffen, schon donnert es. Und das, was ich empfinde, ist hier. Das beweist aber gar nichts. Das beweist nicht, dass die andere Person schlecht ist. Noch ist die Intensität der Wut ein Beweis dafür, dass sie wirklich existiert. Oder dass ich wirklich existiere. Jeden Moment erschafft diese Interaktion dieser leeren Muster die Welt so, wie wir sie erleben. In Erscheinung treten, sich auflösen. Können wir uns aber nicht entspannen und öffnen, dann ist die Wirkung, der wir uns ausgesetzt fühlen, die wir dann als negativ auffassen, die erscheint dann mir, diese Wirkung. Ich bin wütend und ich bin verstört. Und das ist nicht nur ein Gedanke, nicht nur ein Gefühl, sondern es ist eine Empfindung, die sich im Körper ausdrückt. Die Person, die hier fragt, beschreibt es auch als körperliches Unwohlsein. Ich bin erregt. Ich fühle mich aus dem Gleichgewicht. Ich kann mich nicht beruhigen. Dann sind wir eindeutig, nehmen wir eine Position ein. Das, was geschehen ist, hätte nicht geschehen sollen. Das ist falsch. Je mehr diese Gedanken mit ihren einhergehenden Empfindungen in Erscheinung treten, desto gewichtiger fühlen die sich an, dass man wirklich denkt, das ist aber wirklich schlecht. Und dann kriegt man natürlich den Impuls, dass man da was jetzt aber aktiv werden will, dass man sich rächen muss. Wie kannst du wagen, das zu machen? Das heißt, diese Unruhe des Wuts intensiviert diese Dualität von Subjekt und Objekt. In den allgemeinen Mahayana-Unterweisungen wird Wut als etwas sehr
Gefährliches betrachtet, weil Zorn sehr schnell die mühevoll in Tausenden von Jahren angesammelten Tugenden zerstören kann. Uns geht es aber mehr darum, nicht die Intensität mit echtem Gewicht, mit echter Substanz zu verwechseln. Das heißt, im Gewitter ist da ja eine große Intensität in den Energien, der Wind wirbelt die Wolken herum, aber da ist nichts Festes vorhanden, nichts Substanzielles. Wenn ich aber das Gefühl habe, also ich hasse dich, ist diese Intensität des Empfindens wie so eine Gewitter. Man selbst ist eine Erscheinung ohne substanzielle Essenz. Man hat keine inhärente Existenz und ich auch nicht. Aber hier ist es so, ich bin echt, du bist echt vorhanden, war vorhanden und du hast einen Fehler gemacht und ich bin verletzt, ich hasse dich. So können wir uns verlieren. Denn die Intensität dessen, was geschieht, ist für uns ein Beweis dafür, dass das, was geschieht, wirklich real ist. Aber all diese Empfindungen sind doch illusionär. Illusion. Denn sie sind ja doch eine Bewegung der Energie innerhalb des Dharma-Datus, das heißt dieses Raums der Weite der Leerheit. Die einzige Möglichkeit, wie man wirklich mit diesen Empfindungen umgehen kann, ist, sich Zeit zu nehmen, mit den fünf Fragen gerade deutlich sich auseinanderzusetzen in einer offenen Praxis und zuzuschauen dabei, wie man die Dinge so verfestigt selbst. Wenn ich zum Beispiel sage, Mann, das, was du gestern gesagt hast, das hat mich wirklich geärgert. Du hast das völlig falsch gesehen, du warst gemein und unfreundlich zu mir, das mag ich überhaupt. Wir wissen alle, wie sich das anfühlt. Aber wo ist denn gestern? Worüber rede ich denn? Ich habe diesen Berg aus Gefühlen und auch Empfindungen aufgestapelt, der aber quasi auf dem Fundament von gestern steht. Gestern aber ist gar nicht mehr da. Das heißt, insofern ist es völlig ohne Substanz. Es ist wie ein Traum. Eine Illusion. Wir reden immer über die Vergangenheit und die Zukunft, als ob sie wirklich existierten. Wir denken, ich bin jetzt hier, das bin ich. Dieses Muster aber, von dem ich denke, das ist die Wahrheit, meine echte Wahrheit, die hier ist, ich bin hier, ist verflüchtigt sich. Und dann passiert was anderes. Das Nächste, das Nächste. Wenn wir also wirklich die Vergangenheit, die Gegenwart, die Zukunft anschauen, dann entdecken wir, dass wir keine Substanz finden. Was wir finden, sind sowas wie, was sich zusammenzieht, Unterschiede in der Schwingung. Wenn wir zum Beispiel jemanden zuhören, der Flöte spielt, mit also einem Stück Bambus oder Metall mit Löchern drin, bewegen die Finger dieser Person sich und öffnen oder verschließen Löcher. Und mit dem Atem erzeugen sie Wind in der Flöte. Nichts Substanzielles. Einfach die Schwingung, die gemäß der Länge dieses Rohrs, durch das der Wind zirkulieren kann, entsteht. Wenn wir aber das Flötenspiel dem zuhören, dann entstehen uns Gefühle und Empfindungen. Wir fühlen uns vielleicht traurig oder glücklich. Wir tanzen also Muster der Leerheit mit Mustern der Leere. Wir sind wie ein Regenbogen, der sich eine Fata Morgana in eine Luftspiegelung verliebt. Wenn man anfängt, so zu leben, in dieser Art und Weise, erkennt man, dass die Intensität des Zorns, den man spürt, nicht mit irgendwie dem äußeren Anlass durch die andere Person ausgelöst ist, sondern vielmehr bestimmt wird dadurch, wie wir diesen Umstand dessen, was jemand anders da macht, so identifizieren und verdingen. In der nächsten Frage heißt es, ich habe Schwierigkeiten,
die Erlebnisse von Rigpa, Leerheit und Nicht-Dualität oder die Erinnerung daran zusammenzubringen oder zu integrieren. Rigpa, Gewahrsein, Leerheit, Nicht-Dualität, das ist sehr subtil, sehr fein. Das sind nicht irgendwelche Objekte. Obwohl wir sie über sie sprechen können als Erlebnisse oder etwas, woran man sich erinnern kann, ist das aber mehr, als würde man den Wind im Gesicht spüren. Das geschieht, ein Ereignis, aber man kann es nicht gegenfest machen. Was täten wir, wenn wir es gegenfest machen könnten? Wenn wir es gegenfest machen könnten, wäre es nicht das, was draußen auf der Packung steht. Gewahrsein ist ja kein Ding. Leerheit ist kein Ding. Nicht-Dualität ist kein Ding. Natürlich können wir im Text lesen, wenn das Erlebnis frei sein von Gedanken oder Leerheit oder Rigpa Nicht-Dualität erscheint, dann macht dies oder jenes. Als ob diese Worte, diese Begriffe für etwas stehen, was da draußen quasi für uns habhaft ist, in dessen Besitz wir uns. Vielleicht ist es aber gar nicht wirklich so. Hier geht es dann weiter in der Frage. Aber immer nur, wenn ich quasi rauskomme, oder raus aus dieser Meditation, dann habe ich das Gefühl, ich bin dazu in der Lage, diese Konzepte von Rigpa oder Leerheit oder Einssein zu haben. Das ist ja eigentlich ziemlich gut, ziemlich klar. Wenn ich einfach verweile bei dem, wie immer wir es nennen wollen, das ist einfach nur das. Nichts. Es ist nichts, was als etwas erscheint. Ich kann es nicht dingfest machen, weil jedes Mal, wenn ich es als Ding betrachte, es mir nur zeigt, dass es nichts ist. Komme ich aber da heraus. Und darum dazu in der Lage bin, darüber nachzudenken, dann rede ich über etwas, was ich erlebt habe, als eine Art von Objekt da außerhalb. Und ich bin das Subjekt, das der, der dazu in der Lage ist oder die, die dazu in der Lage ist, sich über das Objekt Gedanken zu machen. Und hier geht es dann weiter in der Frage, ich habe das Gefühl, ich schaffe es nicht, dauerhaft diese Erkenntnis oder Integration von Rigpa aufrechtzuerhalten und dieses nicht konzeptuellen Zustandes. Können Sie das für mich erhellen? Man kann keine dauerhafte Erkenntnis von Rigpa haben. Denn das würde voraussetzen, dass da jemand wäre, der Rigpa erkennt. Wenn man sich zum Beispiel gerade hinstellt und spürt, wie die Schwerkraft sozusagen durchgeht. Und dann nimmt man sich auch zur einen Seite rüber und spürt, wie das sich anfühlt. Und dann neigt man sich zur anderen Seite, spürt, wie sich das anfühlt. Wenn man sich zu einer Seite neigt und so, dass man nicht umfällt, dann spannen sich natürlich die Muskeln an. Das ist ja ein starkes Erleben. Und dann kommt man wieder zurück in die Mitte und lässt sich wieder auf diesen übereinander finden der Schwerpunkte ein, sodass der Kopf sich balanciert über den Schultern, über den Hüften und so weiter und die Schwerkraft quasi so. In dieser Weise ist man mit der Schwerkraft durch die Balance der Schwerpunkte ausgerichtet. Man nimmt also kein Verhältnis dazu ein. Sobald man aber sich auf die Seite neigt, merkt man einfach die Kraft der Schwerkraft und fängt an, dagegen zu kämpfen, damit man nicht umfällt. Ist man aber voll im Einklang damit, in der balancierten Ausrichtung, ist die Schwerkraft präsent, aber man kann sie nicht dingfest machen. Und wenn es hier in diesen Texten immer darum geht, seine eigene wahre Natur zu erkennen, ist das irgendwie eine linguistische Missgeburt. Das heißt ja hier auf Englisch rekognizieren, das heißt wiedererkennen. Das bedeutet nochmal drüber nachdenken.
Aber es geht ja darum, über nichts zu denken. Sich selbst in Einklang zu bringen, zu öffnen, Offenheit zu öffnen. Das Offene ist immer offen. Hat man Vorbehalte? Ist man voreingenommen, wenn man nachdenkt, sich in Erinnerungen ergeht? Kann das alles nur in Erscheinung treten, weil ja der Raum offen ist, die Weite. Aber der Raum, die Weite, reduziert sich oder ist reduziert worden auf die Funktionsweise von Schneewittchen. Aschenputtel. Sie wurde aus dem Salon der Noblen rausgeschmissen und muss jetzt in der Küche arbeiten. Und muss der neuen Familie dienstbar sein, die oben im oberen Stockwerk ihr Leben genießt. In unserem Leben kommen uns all diese Erlebnisse wie Dinge, die erfreulich sind, die Erfolg, aber auch Dinge wie Misserfolg, wie Leid, alle sehr wichtig. Und wir haben eine Haltung, die eine Rechnung daraus macht, wo wir uns selbst Sachen zuschreiben oder anhäufen. Wir bringen uns in Besitz von Dingen. Und das Beste, was wir in unseren Besitz bringen können, ist Bruderschaft. Bitte gib mir deinen Segen, damit ich Erleuchtung kriegen kann. Diesen Ausdruck müssen wir erkennen als die Güte Buddhas, der mit Menschen kommuniziert oder Wesen kommuniziert, die kein Gefühl für die Nicht-Dualität haben. Offen öffnen wir uns aber für die Offenheit. Machen das Guru-Yoga, entspannen uns, lassen locker und sind präsent jetzt. Einfach nur hier. Wir können gar nicht sagen, wo dieses hier ist. Möchte man definieren, wo dieses hier genau verortet ist, dann wäre man ja nicht hier. Das Problem liegt also in der Konzeptualisierung von Erleben. Die Dzogchen-Texte verweisen immer auf das aus sich selbst heraus erscheinen und das sich selbst befreien. Da ist nie die Rede von Einheiten, die man in seinen Besitz bringen kann. Aber vielmehr ist davon die Rede von diesem Zustand der Offenheit, der Leerheit, an der man teilnimmt, die jeden Moment frisch ist, voll und aus sich heraus leer. Jeder Moment ist so. Einfach riesig, weit und vorbei. Das ist keine Konstruktion. Das Problem hier ist also, dass man eine Vorstellung davon hat, wie der Geist sein sollte. Wenn die fragestellende Person hier also sagt, ich habe das Gefühl, ich kriege es nicht hin, eine dauerhafte Erkenntnis von Rigpa zu haben. Denn Rigpa ist ja die dem Geist innewohnende Klarheit. Das ist die erhellende Funktion, die ja lichtbringende Funktion des Geistes. Darin, als das, sind wir. Das ist aber nichts, was man wissen kann oder erkennen kann, weil es nicht erkennbar ist. Man kann wissen, wo man seinen Kaffee aufbewahrt. Wir wissen viele solcher Sachen. Man kann wissen, wie es sich anfühlt, verliebt zu sein. Das ist weniger greifbar. Aber irgendwie hat es quasi einen Geschmack, eine Kraft, die in sich selbst Gültigkeit hat. Gewahrsein ist nichts, was sich erkennen ließe, sondern es ist ja, Gewahrsein ist der Lichtbringer. Wenn man also versucht, sein Gewahrsein kennenzulernen oder zu erkennen, ist das ein Muster, das sich in der Erhellung des Gewahrseins oder durch das Gewahrsein bewegt. Das heißt, Gewahrsein kann weder Subjekt noch Objekt sein. Vielmehr erhält es einfach, das Gewahrsein erhält das Feld, macht es sichtbar, all dessen, das Feld, all dessen, was sich die ganze Zeit zeigt.
Und verbunden damit sagt die Person, dass sie das Gefühl hat, dass nicht konzeptuelle Zustände sich davon unterscheiden. Diese Art der Frage ist ein Resultat von zu vielem Grübeln. Manchmal glauben die Leute, Dzogchen wäre ein geschlossenes System. Wenn man aber feststellt, dass man die ganze Zeit versucht rauszukriegen, was hier abgeht, sollte man zu Gott Nassambhava beten. Man sollte weinend beten. Ich bin verloren, ich weiß nichts. Ich habe mich völlig verirrt in einem konzeptuellen Dschungel. Dann stellt man sich vor, wie Padmasambhava einen anlächelt. Und die Lichtstrahlen aus seinem Körper heraustreten und in unseren Körper eindringen. Und er sagt, ach, streng dich nicht so an. Liebe mich, komm mir nah. Und in mir wirst du dich finden. Je mehr wir dann also das zum Beispiel 7-Zeilen-Gebet rezitieren, die 4 Initiationen empfangen aus weißem, rotem, blauem und dann vielfarbigem Licht. Es ist, als würden wir innerlich ein Bad nehmen und all diese Trennungslokationen auflösen. Und alles, was ist, ist offen. Man spürt nur in dieser Offenheit, hilf mir, hilf mir. Ich brauche dich. Und wenn dieser Körper des Lichts und unser eigener Körper, der sich auch herausstellt, dass er wirklich nur ein Lichtkörper ist, sich vereinen und dieser vereinte Körper an Lichtkörper einfach immer weiter schrumpft, bis er ein einziger Lichtpunkt ist, der sich einfach in der Weite auflöst im Raum. In dieser Weite sieht man sein eigenes Gesicht. Und dann verweilt man so lange, wie man kann in dieser Offenheit, und zwar ohne sich anzustrengen. Sobald wir wieder in die dualistischen Ideen zurückfallen, dann sind wir wieder außer, stehen wir wieder am Rand dieses Erlebens. Und auf diese Weise, durch diese Praxis, kommen wir in die nicht-duale Wirklichkeit, der Präsenz dessen, was ist, wie es ist. Dzogchen wird als augenblicklicher Pfad bezeichnet. Unmittelbarer Pfad. Diese tantrische Weise von Guru Yoga ist nicht direkt in diesem Sinne, aber sie führt zu diesem direkten Erleben. Unmittelbar. Das Erleben dessen, was einfach nur das ist, was man nicht dingfest machen kann. Je mehr man praktiziert in dieser Weise, desto mehr ist man, wie man ist. Es ist immer, wie man ist. Wenn ich zu euch sage, ach komm, sei du selbst, das führt höchstwahrscheinlich dazu, dass man sich schnell sehr gekünstelt vorkommt. Wenn man nämlich versucht, man selbst zu sein, dann muss man ja was konstruieren, was man sein will oder soll. Obwohl es im Buddhismus also viele stufenweise Übungen dazu gibt, wie man auf dem Pfad sich vorangeht, um dieses Nyam, die Empfindung, die präsent ist, so wahrzunehmen oder zu erleben. Wenn man dann sich darauf verlässt, immer wieder zu überprüfen, wie es einem geht oder wie man vorankommt, ist es sehr schwer, Fortschritte zu machen. Wie Nampal Norgo immer gesagt hat, lass dich nicht auf Beurteilungen ein. Bedeutet nicht nur, andere nicht zu beurteilen und wie sie sind, sondern auch beurteile nicht das, was in der Praxis in Erscheinung tritt. Man kann Raum nicht beurteilen. Man kann Dinge beurteilen. Wollen wir dadurch, dass wir beurteilen, was wir machen, Sicherheit gewinnen? Machen wir die subtilsten Dinge zu etwas sehr Grobem. Und dann befinden wir uns wieder in unserer üblichen Welt aus Hoffnung und Ängsten. Das ist schwierig, denn wir lernen ja, wir lesen all diese verschiedenen Bücher und haben auch den Eindruck, dass wenn wir konzeptuell uns einen Reim machen können, dass das dazu führt,
dass wir bei dem ankommen werden, worum es geht. Wir leben ja aber alle in sehr verfeinerten Kulturen, wo alles, was in Erscheinung tritt, mit einem Übermaß an Konzeptualisierung verarbeitet wird. Wie häufig gesagt wird, leben wir ja im Informationszeitalter. Daten eben. Man kann so viel Wissen über Dinge anhäufen. Information bedeutet, dass wir in uns Dinge formen. Bist du informiert? Vom solchen Standpunkt aus bedeutet diese Art von innerer Formation Deformation. Was ist denn deine natürliche Form? Die Untrennbarkeit der drei Aspekte. Unsere Essenz ist leer. Was daraus hervortritt, ist die Klarheit, die strahlende, was die Natur der Leerheit ist. Und diese Natur ist eine spezifische. Natur legt nahe, dass etwas geboren worden ist. Sprachlich. Eben Natur, also hervorgetreten aus der, geboren von der Erde. Bäume, Pflanzen, Blumen und so weiter. Die natürliche Welt. Die Natur des Geistes aber ist, das Ungeborene zu hervorzubringen, zu gebären. Sehen wir am Himmel einen Regenbogen? Sehen wir etwas Ungeborenes, was hervorgetreten ist, was geboren ist? Erst war da kein Regenbogen, jetzt ist da ein Regenbogen. Den Regenbogen kann man aber nicht finden. Er ist ja da, er ist ja sichtbar, er unterscheidet sich von der Umgebung und im Hintergrund und ist beeindruckend. Im Himmel. Also das heißt, er ist in den Himmel hinein geboren, nicht aus dem Himmel heraus. Die Pflanze ist aus der Erde hervorgetreten. Wir sind aus unserer Mutter hervorgetreten. Aber die Klarheit und das Strahlende, das Potenzial unseres Geistes wird in diese Leerheit unseres Geistes hineingeboren, so wie der Regenbogen in den Himmel hineingeboren wird. Das, was in dieser strahlenden Erscheinung sich aufgrund von Ursachen und Bedingungen jeden Moment wieder formen kann und als Form hervortreten kann. Diese Muster sind die alles durchdringende, das alles durchdringende Mitgefühl. Denn Muster verbinden sich mit anderen Mustern. Das Zusammenspiel der Muster, das heißt die Erlebnisse, die sich manifestieren, hat nicht mal ein Atom getrennter Existenz. Alles erscheint. So wie es ist, aber nichts gebiert sich da heraus in eine getrennte Existenz hinein. Achten wir also in unserer Praxis darauf, dass unser Geist offen leer ist, oder erkennen wir das? Und dass viele Dinge in Erscheinung treten? Ist das, was wir gewöhnlich als Gedanken, Empfindungen, Gefühle, Vorstellungen bezeichnen würden, nichts weiter als die Großzügigkeit des Geistes, die großzügige Gabe des Geistes in Erscheinung sind ungeboren. Und nach einer gewissen Zeit stehen wir aus der Meditation auf und bewegen uns. Unser Körper ist eine, ich habe vergessen, was Apparition ist, eine Formung, ja, in der Welt der Form. Und diese Formung hat Qualitäten, aber keine separate, getrennte Existenz. Gewitter eine unglaubliche Energie hat, aber natürlich kein Ding ist. Denn unsere Form ist der unausgesetzten Kommunikation mit dem Feld, von dem es Teil ist. Wir sind ja die Welt, die sich in der Welt bewegt. Wir sind der Atem der Welt. Mit dem Körper, mit der Stimme, mit dem Geist bringen wir unterschiedliche Formen an und nehmen unterschiedliche Farben an. Die Stimmungen, die
in uns entstehen, haben einen Einfluss auf unsere körperliche Haltung. Wenn wir traurig sind, sinken wir nicht zusammen ein bisschen. Und wenn wir uns freuen, dann ist die Neigung meistens die, dass wir ein bisschen ausdehnen. Wir pulsieren in einem Feld, in einem pulsierenden Feld. Bleiben wir also in dieser Untrennbarkeit dieser drei Aspekte. Und das bewirken wir dadurch, dass wir immer wieder praktizieren. Und unsere Praxis dabei nicht beurteilen, nicht drüber nachdenken, denken, ob wir jetzt vorankommen. Denn das Einzige, wo wir sein wollen und auch wo wir sein können, ist einfach nur gehen. Dann hilft uns, dass wir uns dem verschreiben, entspannt und locker zu praktizieren, uns davor zu bewahren, dass das, was gar nicht greifbar ist, zu versuchen, in Konzepten greifbar zu machen. Das bringt uns zum Ende für heute. Und während des Herbstes jetzt haben wir noch ein paar Wochenenden und auch noch einige Möglichkeiten, Frage- und Antwort-Sessions zu machen. Wenn ihr also Fragen habt, bitte schickt sie per Mail. Und ich hoffe, dass das Leben für euch locker und froh. Ja. Danke an die Übersetzer Maria, Kathi, Bartek und Milton. And goodbye. Und tschüss. Ciao. Ciao. Ciao, everyone. Ciao, ciao. Bye-bye. Ciao, James. Bye-bye. Got the Milton. Thank you, James. Obrigada, Milton.